Was passierte denn nach seinem Tod, nach Röhms Tod? Ja, nach Röhms Tod verschärfte sich die Situation für die Schwulen erheblich. Wenige Tage später gab es schon den ersten Versuch einer Razzia in München. Und beispielsweise auch der Granninger kam dann nach Dachau ins KZ als Homosexueller. Die Idee war also eine Umerziehung von Homosexualität zu Heterosexualität durch harte Arbeit und durch wenig Essen. Das war in den Köpfen der Nazis. Und mit dem Abschluss der Judenvernichtung wäre es mit Sicherheit so gewesen, dass man die Schwulen als neues Hauptziel in das Auge gefasst hätte und man versucht hätte, eben eine vollständige Ausrottung der Schwulen durchzusetzen. Die Justiz zieht dann 1935 nach, ein Jahr nach der Ermordung Röhms, und verschärft den Paragraph 175. Die Kriminalpolizei überschlägt sich, dass sie sozusagen genauso gute Ergebnisse oder bessere Ergebnisse hat als die geheime Staatspolizei in ihren Verhören. Und es kommt zu einer homosexuellen Verfolgung, die es in keinem anderen europäischen Land in dieser Form gegeben hat. Zwischen 1940 und 1942 war in Dachau hier ein relativ schreckliches Regiment. Die Lagerstrafen wurden mit äußerster Gnadenlosigkeit durchgeführt und auch die Schwulenhäftlinge waren davon betroffen. Also dieses Krummschließen, das heißt also das Verbinden der Hände über den Rücken mit den Füßen oder das Baumhängen. Ja, es gab viele, die ermordet wurden. Sind die Zahlen nicht ganz gesichert. Die Schätzungen sind nach wie vor zwischen 5.000 und 15.000. In Berlin allein sind 50.000 homosexuelle Männer strafrechtlich verfolgt worden. Wenn man aber jetzt alle zusammenzählt, die vor Gericht standen, oder wenn man jetzt noch, und hier wird es wirklich schwierig und das wagt keinen Menschen in den Mund zu nehmen, die schwulen Juden mitrechnet, die schwulen Sinti und Roma, wenn man die alle zusammennimmt, dann ist man in den Hunderttausenden. Ich denke jetzt an meinen Freund, der 19 Jahre hatte. Hier sagt man totgeschlagen, totgeschwiegen. Das war schon unsere Situation. Aber er musste noch weitergehen. Er wurde lebendig gefressen von den Hunden vom KZ in Schirmeck-Vorburg. Und das, entschuldigen Sie, wenn ich das sage heute Abend, heute Morgen, ich kann es nicht vergessen. Ich möchte es vergessen, aber ich kann nicht das vergessen.